Ich hatte schon lange die Idee, eine Oper zu schreiben über das Thema der Verlorenheit, der Schwierigkeiten, die eine junge Generation heute empfindet. Wir haben lange überlegt nach Texten und nach Möglichkeiten, nach Themen und sind viele zeitgenössische Texte auch durchgegangen und immer wieder zurückgekommen zu Frühlingserwachen von Wedekind. Ich habe darin vier Figuren gefunden, die ich einfach ganz aktuell fand und deren Gefühlswelt, deren Leidensdruck, aber auch deren Sehnsüchte, alles das war schon in Wedekind angelegt. Und es war für mich eigentlich viel interessanter, das heutig zu interpretieren. Der Prozess, mit dem Text zu arbeiten, war immer folgendes. Ich hab das Libretto arrangiert, eingerichtet, kondensiert und hatte dann immer eine Zeile, die für mich sozusagen den Kern, die Emotion dieses Momentes, das Gefühl am besten fokussiert hat. Und dann hat ein Songwriter, Joshua Clover aus Kalifornien, Songlyrics, Texte geschrieben. Und ich habe angefangen, erstmal mich ans Klavier zu setzen, Akkorde versucht, eine harmonische Welt, eine rhythmische Welt aufzubauen. Und dann plötzlich war schon eine Melodie da, war eine Akkordfolge da und das war dann der Anfang zu arbeiten. Ich glaube, dass der größte Unterschied zwischen, wenn ich Teenager war und wie die Teenager heute sind, sind ja die sozialen Medien, diese Visualisierung eigenes Lebens. Das haben wir auch versucht, ein bisschen in unsere Set zu machen. Wir haben alles wie ein großer Runway gemacht. Ein Set, der weiß ist und ganz clean, wo man sich immer zeigt. Wir arbeiten sehr viel mit Videos, die sind ständig sehr, sehr präsent. Und sie sind bereit, das Intimste und das Größte und Ungefilterste mit der Kamera zu teilen. Aber ich erlebe immer wieder, dass wenn man dann ohne dieses Kameras, ohne den Telefon zu zweit in einem Zimmer ist und sich nähern soll, das plötzlich ganz anders schwierig ist. Ich glaube, dass der Kern des Stückes ist die Identität, sich zu finden und irgendwie herauszufinden, wer man ist, wer man sein will und wo gehört man in der Welt.